Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Gebt bitte als allererstes einen Daumen nach oben dafür, dass 579 Grad sind und ich aber einen Rollkragenpullover angezogen habe, weil der gut zu meinem Augenlook passt. Beauty-YouTuber. Nee, ohne Scheiß, es ist so warm, ey. Nein, aber ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch. Das passt gut zusammen. Ich habe mal wieder die Melt Smoke Sessions. Smoke Obsessions? Smoke Sessions. Wie heißt das? Ja, danke doch. Hä? Smoke Sessions, habe ich doch gesagt. Palette benutzt. Und heute habe ich halt hart gestruggelt. Ich habe generell eigentlich heute ein bisschen besseren Tag gehabt als die letzten vier. Heute ist Dienstag. Wow. Ich glaube, heute ist Dienstag, der 16. Juni. Und ich wollte eigentlich heute filmen. Ein bisschen besser geschlafen. Die letzten vier Tage waren schlimm. Ich habe sehr schlimme Albträume wieder gehabt aufgrund meiner posttraumatischen Belastungsstörung. Und des Trauerfalls in der Familie, weil alles, was an Stress natürlich dazukommt, ist natürlich dann auch wieder Stress, der irgendwie verarbeitet werden muss. Und mein Körper denkt sich da du den Tag über dich die ganze Zeit ablenkst, können wir immer noch deinen Schlaf dir rauben. Danke für gar nichts an dieser Stelle. Bin ich mal wieder komplett raus, wie der gute Sascha sagen würde. Jedenfalls habe ich mich fertig gemacht und meine Base ist sehr schön geworden. Die gefällt mir total gut heute. Mein Augen-Make-up war links und rechts nicht gleich. Es war dieses andere belastend. Außerdem klebt hier meine Wimper irgendwie immer an der unteren Wimper fest. Es ist einfach ein schwieriges Life, ein Beauty-Guru zu sein. Aber to be less dramatic, heute geht es um meine aktualisierte Make-up-Wunschliste. Ich habe ja schon mal eine Make-up-Wunschlisten-Video gemacht, also Make-up-Produkte, die ich mir wünschen würde, irgendwann mal auszuprobieren. Und Julina war so lieb und hat mir tatsächlich fast alles von dieser Liste mitgebracht, weil sie aussortiert hat. Die Smoke Sessions Palette war zum Beispiel eine davon, weil ich Make Cosmetics super spannend finde und auch die Aesthetics der Brand super schön finde. Es sind auch ungefähr 37 Paletten von denen hier auf meiner Wunschliste, denn natürlich ist es so, nur weil ich Wunschlisten-Make-up ausprobieren konnte, ist meine Wunschliste nicht kleiner geworden. Nein, stattdessen sind einfach noch andere Sachen mit drauf gewandert. Ich hoffe, die Dinge doppeln sich nicht. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Es könnte sein, dass zwei Dinge gleich mit drauf sind, aber das sind dann Dinge, die ich immer noch gerne nochmal haben möchte, beziehungsweise die ich ausprobiert habe und jetzt weiß, dass ich sie haben möchte. Die nehme ich einfach auch mit rein. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Jetzt habe ich schon wieder 7 Minuten Intro gemacht. Love that for me, love that for you. Let's go mit dem Video. Eines der Produkte, die ich ausprobiert hatte und die Julina netterweise mir mitgebracht hat, war das Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. Das ist ein Setting Spray von der Firma Tatcha. Ich blende übrigens hier alle Produkte einmal ein, damit ihr das auch nochmal mit dem Preis sehen könnt. Wenn die Preise nicht mit auf dem Screenshot sind, füge ich die hier ein. Das ist immer so extra viel Arbeit. Warum mache ich mir diese Arbeit immer, indem ich das sage? Ich könnte es ja auch rausschneiden, aber mache ich dann nicht, ne? Bin auch nicht so die hellste Kerze auf der Torte, oder? Jedenfalls fand ich das sehr, sehr schön. Das Einzige, was ich daran nicht so gerne mochte, war, dass der Mister, also oben der Sprühkopf im Endeffekt, nicht so fein ist, wie ich mir das wünschen würde. Der ist tatsächlich nicht so gut wie mein geliebtes Urban Decay All Nighter und es hat nicht so eine krasse Langlebigkeit. Das liegt natürlich auch daran, dass es halt ein Dewy Skin Mist ist, also im Gegensatz zum All Nighter zum Beispiel kein Alkohol mit enthält, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern halt solche Schimmerpartikel, um halt insgesamt so ein Luminous Dewy Skin Finish zu geben, wie der Name selber auch schon sagt. Und das hatte ich ausprobiert und fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe dann tatsächlich den Rest davon einfach hier mit in meinen Urban Decay All Nighter mit reingemacht. Erstens, weil der Sprühkopf schöner ist und zweitens, um das ein bisschen zu strecken, weil das wirklich so teuer ist, dass ich es bis jetzt auch noch nicht nachbestellt habe. Es lohnt sich da halt wirklich nicht, einfach nur ein Setting Spray zu bestellen. Das kostet $48, was schon mal krass ist. Aber dazu kommen natürlich auch immer noch Zoll- und Shipping-Costs und dann ist es bei fast $80 insgesamt, was ich für ein Setting Spray echt... Also das ist schon heftig. Da habe ich allerdings schon die liebe Maren und die liebe Lisa und auch die liebe Janine angehauen und habe gesagt, wenn wir irgendwann mal zusammen bestellen wollen, sagt Bescheid, dann bestellt eine von uns und wir bestellen alle zusammen und teilen uns dann zum Beispiel die Shippingkosten einfach durch 4. Denn wie gesagt, es lohnt sich nicht, da ein Produkt zu bestellen. Tatcha bekommt man leider nicht problemlos in Deutschland, kann man nur über die internationale US-Website bestellen und da kommt wie gesagt immer Zoll mit drauf. Das macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß und dementsprechend ist das immer noch auf meiner Wunschliste und auch ziemlich weit oben, weil ich es einfach ein super schönes Finish finde. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir das nachkaufen kann. Leider. Etwas, was ich in der letzten Make-up-Wunschliste auch schon gesagt habe, war, dass ich von Becca Cosmetics gerne den First Light Priming Filter haben wollte. Und da hatte ich noch eine kleine Probe von gefunden. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich in einem Live-Test mit euch zusammen, um mal zu gucken, ob der sich anders verhält als meine anderen Primer, was der so kann. Und die haben ja noch einen Primer, der heißt Backlight Priming Filter. Wow, das hat ein bisschen gedauert gerade in meinem Kopf. Ich verstehe mal nicht, was davon der Unterschied sein soll. Also dieser ist ja so leicht bläulich eingefärbt, so ähnlich...
So ähnlich wie von Haar Cosmetics, das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Das hat ja auch so lilane Pigmente mit drin. Und das gibt der Haut auf jeden Fall so ein bisschen frischen Look dazu. Das soll auf jeden Fall auch helfen. Wo der Unterschied zwischen den beiden ist, weiß ich nicht genau. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und auch welchen von beiden ihr vielleicht schon ausprobiert habt und welchen davon ihr besser findet. Der steht auf meiner Liste auch ziemlich weit oben, weil ich finde, dass Becca wirklich ganz tolle Finishes macht, was ihre Hautprodukte angeht. Ansonsten gibt es nicht so viele Sachen von der Brand, die mich extrem interessieren. Heute trage ich übrigens den Moonstone, also den Shimmering Skin Perfect da wieder von denen. Sehr schöne Highlighter, aber alles, was über Skin hinausgeht, finde ich da nicht so spannend. Ich finde auch die Aqua Luminous Foundation von Becca Cosmetics sehr interessant, weil ich bin ja gerade super doll, wie eigentlich wie alle, in diesem Luminous Dewy Skin Look. Und die soll auch sehr schön sein. Die hat auch nicht so viel Deckkraft und das finde ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Ich habe an sich ja zum Glück eine sehr entspannte Haut. Aktuell hier und hier und vor allen Dingen hier durch das Tragen der Atemschutzmasken auf der Arbeit nicht mehr so entspannt, weil das einfach ein bisschen unentspannt ist, diese Maske die ganze Zeit zu tragen. Vor allen Dingen, wenn es draußen 28 Grad sind und 170.000% Luftfeuchtigkeit. Da bilden sich hier überall wunderschöne kleine Herde. Aber ohne da weiter drauf eingehen zu wollen, wäre das vielleicht auch noch eine Foundation, die ich ausprobieren wollen würde. Wenn ihr die auch kennt, sagt mir das auch gerne mal. Ich weiß, dass Hattie die auf jeden Fall gerne mag. Und Hattie hat ja so einen ganz eigenen, nicht so Instagram-Look-Stil, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach etwas, wo ich auch immer denke, da möchte ich auch gerne mal hin, dass ich so mit weniger Deckkraft zum Beispiel auch zufrieden bin. Also auch was Concealer und so angeht, dass Haut halt mehr wie Haut aussieht und nicht wie halt Make-up. Kommen wir zu einer weiteren Brand und noch mehr Skin-Produkten von Nabla Cosmetics. Würde ich super gerne nochmal die Close-Up-Foundation in der richtigen Farbe für mich bekommen. Ich habe die ja von Purish damals zugeschickt bekommen und fand das Finish sehr, 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 sehr schön, aber die war deutlich zu dunkel. Also selbst, obwohl ich meinen sehr hellen Concealer mit reingetan habe, war die Farbe einfach deutlich zu dunkel. Die hätte ich leider nicht anpassen können. Und deswegen habe ich sie verschenkt an Deni. @DeniCaledo könnt ihr auch nochmal vorbeigucken. Der macht super coole Artistry-Looks auf Instagram. Und da er dunkler ist als ich, habe ich ihm die weiter vererbt, verschickt, wie auch immer man das sagen will, weil die in so einer Squeezy-Tube kommt und dadurch halt auch nicht das Problem ist, dass es super unhygienisch ist, wie zum Beispiel wie bei der Tarte Foundation, die ja diesen Concealer Wand mit dran hat. Das ist ja zu unhygienisch, wenn man damit halt meistens direkt auf die Haut hier oder hier geht. Das war eben bei der Nabla Cosmetics Foundation nicht so. Die fand ich aber so schön, dass ich sie, wie gesagt, super gerne nochmal in der anderen Farbe hätte. Da muss ich mich nochmal bei Purish umgucken. Kann ich eigentlich meinen eigenen Code da benutzen? Ich habe auch einen Code mit Purish bis zum 30.06. noch, Contra 20, by the way. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Meine absolute Top-Empfehlung ist immer noch der Brow Divine von Nabla Cosmetics, by the way auch. Das ist der, mit dem ich meine Augenbrauen nur noch mache, seit ich den zugeschickt bekommen habe. Ich liebe den. Sag einfach Mashallah, die Hübsche. Ich gucke zu viele Reaction-YouTuber, ey. Ich bin ein laufendes Meme aktuell. Neben der Close-Up Foundation haben die aber auch noch andere Produkte, die ich sehr interessant finde. Und zwar zum Beispiel den Concealer. Der Concealer soll auch sehr, sehr deckend sein. Also das ist eher so ein bisschen entgegen dem, was ich gerade gesagt hatte, was zum Beispiel Deckkraft und so angeht. Aber soll sich zum Beispiel als Base super gut eignen für Artistry-Looks, also wenn man halt krasse Lidschatten-Looks machen möchte. Und ich wollte ja sowieso ausprobieren, inwiefern Concealer und Eyeshadow-Primer sich unterscheiden. Und deswegen finde ich das ganz cool, den auch mal auszuprobieren, weil ich von einigen Make-up-Artists und Make-up-Enthusiasten, denen ich folge, auf Instagram weiß, dass sie diesen Concealer super, super gerne mögen und ich mir deswegen vorstellen kann, dass er für mich auch ganz gut funktioniert. Außerdem viel der Kraft hilft viel, ne? Wissen wir. Zudem haben sie außerdem die Skin Glazes oder Skin Glazing heißen die, glaube ich. Die gibt es auch bei Purish. Und Lisa, Janine, als auch Maren, ihr seid so schlimme Anstifterinnen, ey. Ihr sagt immer, oh, ich wurde Katifluence, ich musste wieder Geld ausgeben. Wisst ihr, wie viel Geld ich wegen euch schon ausgegeben habe? Okay, zugegeben noch nicht so viel, weil jetzt Nobody Mai war. Aber es steht viel von euch hier auf der Liste, okay? Okay? Just saying. Den Skin Glazing in der Farbe Ozone möchte ich mir unbedingt auch zulegen, weil ich einfach finde, dass das ein sehr schönes Finish auf der Haut macht. Also wie dieses Skin Glass, nicht so dieses Highlighter, also das ist ja wie so ein Wet Look, sondern wie Glass Skin, wie gesagt. Da bin ich super gespannt und das ist etwas, das ich auch ins Auge gefasst habe. Finde ich ein sehr schöner Look, um so ein bisschen auch im Sommer so einen sophisticated Glow sozusagen zu haben, der halt nicht durch die Sonnenstrahlen dann super so ist oder so, sondern einfach, um ein bisschen das Gesicht mehr zu modellieren. Und wenn wir von Gesicht modellieren sprechen, wow, diese Übergänge heute, ey, anders. 200 IQ, Freunde. Ja, ich bin ungefähr ein Girl, by the way.
saftig, kraftig. Von Charlotte Tilbury würde ich mir super gerne mal den Hollywood Contour Wand besorgen. Das ist der, den ganz viele kennen, nicht als wie so dieser Stick, den ich selber habe, sondern der hat wie so ein, wie der Maybelline Augenlöscher, wenn ihr den noch kennt, der oben dieses kleine Schwämmchen hat und damit macht man dann so Punkte und dann kann man damit konturieren. Der soll auch sehr, 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 sehr gut sein und ich würde mir sowieso gerne ein paar Sachen von Charlotte Tilbury angucken. Da sind noch mehr Sachen auf der Liste, die kommen. Zu denen kommen wir gleich. Der soll halt, wie gesagt, sehr gut sein und ich liebe ja Cream Contouring. Das ist ja schon seit, ich glaube, 2,5 Jahren oder so, 3 Jahren oder so, mache ich das. Immer wenn ich Make-up trage, mache ich auch Cream Contouring. Gibt mir irgendwie ein bisschen besseres Gefühl, als wenn ich nur Puder drauf mache. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist so mein Ding. Ihr kennt es ja von mir. Und deswegen würde ich den gerne aus. Außerdem von Charlotte Tilbury natürlich auch die Magic Cream. Die brauche ich nicht nochmal groß erklären. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, auch erzählt. Die ist halt einfach wirklich super teuer. Ich würde die halt gerne antreten lassen gegen meinen Vegan Milk Moisturizer von Milk Makeup, um halt zu gucken, ob die sich sozusagen die Balance halten oder ob das eine besser ist, weil Charlotte Tilbury ist natürlich A, hochpreisiger, als auch angeblich sehr viel reichhaltiger. Und für mich wäre es einfach spannend, dann mal zu gucken, weil ich hatte ja auch die Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base und diese drei Produkte sozusagen gegeneinander antreten zu lassen, um mal zu gucken, ist so ein hoher Preis wirklich gerechtfertigt? Also ist das auch automatisch besser? Oder kann man es halt auch ein bisschen günstiger bekommen, aber halt auch mit einer Top-Qualität? Denn ich muss sagen, der Vegan Milk Moisturizer ist wirklich Bombe. 1A. Ich mag den super gerne für meine Haut. Außerdem, und da habt ihr mich öfter nachgefragt, ist der Hollywood Filter. Das ist ja wie so eine Art, wie soll man das sagen? Es ist irgendwas zwischen Primer und Luminizer, würde ich jetzt mal sagen. Also etwas, das man unter die Foundation gibt und das so ein bisschen die Haut ausebnen soll. Ähnlich wie bei dem Catrice Cosmetics Primer, der auch so eine leichte hautgetönte Farbe hat, um sozusagen das Hautbild schon auszuebnen und ein bisschen Deckkraft auch mit reinzugeben. Den finde ich selber sehr spannend. Ich habe ihn einmal auf der Hand geswatcht, aber noch nie in meinem Gesicht ausprobiert. Aber ich höre darüber nur Gutes und ich glaube, dass das insgesamt zu meinem Stick mit dem Luminous Dewy Skin Finish auf jeden Fall auch gut passen könnte. Wenn ihr die Sachen schon mal ausprobiert habt, lasst mir übrigens super gerne auch eure Empfehlungen unten. Ich habe ein Video vor, in dem ich nur eure Empfehlungen kaufe und ausprobiere. Also nicht nur eure Favoriten, sondern auch die Empfehlungen, die ihr dazu rausgebt. Da bin ich sehr gespannt drauf, was dazu kommt. Das könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren lassen. Und als letztes von Charlotte Tilbury hätte ich gerne das, wie heißt das noch? Airbrush for Flawless Powder. Sprechen ist heute nicht. Airbrush Flawless Powder. Sag das dreimal schnell hintereinander. Oder auch nicht. Ich kann es ja nicht einmal sagen. Das habe ich Maxim angeschnackt, als ich mit ihm in Hamburg einen Kaffee trinken war. Und seitdem hasst er mich ein kleines bisschen, glaube ich. Zumindest sein Konto. Weil er das Puder total liebt. Und muss sagen, das ist ein bisschen peinlich. Aber ich habe es halt selber nicht. Ich habe es ihm nur angeschnackt. Ich kenne es halt von Jolina und weiß, dass sie das auch sehr, sehr liebt. Und da kann man sich auch auf jeden Fall auf ihre Empfehlung verlassen. Das möchte ich, wie gesagt, hatte ich im letzten Video, glaube ich, auch erwähnt, auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist aber auch so ein Ding, wo ich sage, ich habe jetzt das super teure Hourglass Puder. Ich habe von einer Zuschauerin das Laura Mercier Puder noch zugeschickt bekommen, das für sie nicht so gut funktioniert hat. Und dazu habe ich übrigens auch noch eine Meinung. Wenn ihr dazu noch ein Video wollt mit einer zweiten Meinung, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich habe da einige Produkte, über die ich gerne ein zweites Mal sprechen wollen würde. Kein Tee, weil es zu heiß ist, aber... Und dementsprechend will ich erstmal die anderen Puder, naja, nicht aufbrauchen, aber zumindest schon mal einen Großteil weiter benutzen, bevor ich mir so ein teures Puder dann noch dazu hole. Zum Thema Puder, auch dieses Mal hat es ein anderes Puder natürlich auf die Liste geschafft, und zwar das Hourglass Ambient Lighting Powder, diese Paletten. Ich hatte beim letzten Sale tatsächlich überlegt, es mir zu bestellen, aber es war dann ausverkauft in der Farbe, in der ich es haben wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Farbe heißt, aber blende ich euch ja hier mit dem Bild ein, dann seht ihr es eh. Soll so ein schönes Skin Finish geben, dass man halt diesen Luminous Glow sozusagen im Endeffekt hat, was ich besonders jetzt im Sommer super schön finde. Und ich glaube, die kann man auch einzeln ganz gut tragen, ohne dass man dann halt zum Beispiel Highlighter oder sowas drauf machen muss. Das fände ich halt auch super spannend und das ist und bleibt auf meiner Liste, bis ich es habe. Ich hatte ja auch gerade schon von Milk Cosmetics gesprochen. Milk Make-up gesprochen. Und da gibt es auch noch zwei Sachen, die ich super spannend finde. Davon ab, dass ich super addicted bin mittlerweile, was den Blush Stick angeht. Den benutze ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich Make-up mache. Also Creams sind gerade irgendwie total mein Ding. Den Hydro Grip Primer fanden auch ganz viele super, super cool. Und ich finde den mega spannend. Also ich würde das einfach super gerne mal ausprobieren, ob das für mich einen Unterschied macht, wie lange zum Beispiel an meiner Nase das Make-up sitzt. Ich habe nicht das Problem, dass hier zum Beispiel mein Make-up irgendwie so auseinanderbricht. Auch an der Stirn zum Glück nicht, obwohl ich ja einige Stirnfalten habe. Aber so um die Nase herum, vor allen Dingen, weil das hier super ölig ist bei mir, ist halt das Problem, wenn ich da zu viel pflegende, reichhaltige Pflege drauf
aufgebe, dann setzt sich hier das Produkt natürlich schneller auseinander, weil die Öle schneller durchkommen und ja, dann geht das Make-up im Endeffekt kaputt. Und ich hoffe, dass der Hydro Grip Primer da vielleicht ein bisschen helfen könnte. Außerdem finde ich super spannend den Kush Mascara. Wie gesagt, möchte ich generell umsteigen auf Produkte, die cruelty-free sind, wenn möglich auch vegan, aber zumindest cruelty-free. Ich werde natürlich nicht die Sachen wegschmeißen, die jetzt nicht cruelty-free sind, die für mich funktionieren, weil ich bis dahin, bis die alle sind, werde ich die auf jeden Fall weiter benutzen. Das wäre sonst rausgeschmissenes Geld. Das halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber ich möchte halt gucken, dass ich in der Zeit mir Dupes organisiere. Also da könnt ihr mir zum Beispiel Empfehlungen zu meinen Favoriten und sowas geben. Als auch selber würde ich dann vielleicht meine Dupe-Liste machen, also cruelty-free Make-up versus non-cruelty-free Make-up, wenn ihr dazu Bock habt, weil ich da ein bisschen mehr drauf achten möchte. Und das ist das Schöne bei Make-up, weiß man halt direkt, okay, es ist vegan, es ist cruelty-free und man kann sich darauf verlassen, dass es auch in den meisten Fällen sehr, sehr gute Produkte sind. Deswegen hätte ich super gerne die Kush Mascara von denen. Die ist ja schon letztes Jahr rausgekommen. Ich habe die noch nie ausprobiert, da es jetzt Milk Make-up bei Sephora gibt. Also was heißt jetzt? Es gibt Milk Make-up schon länger bei Sephora. Ich aber wirklich sehr, 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 sehr picky bin bei Mascara, muss ich sagen, dass ich mir das deswegen nie gekauft habe, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie mich auch enttäuscht. Ich habe so viele verschiedene Mascaras ausprobiert. Kann euch gar nicht alle aufzählen. Und ganz viele tolle waren auch dabei. Also zum Beispiel die Glam & Doll von Catrice, die auch wirklich lange hält, aber wo ich sagen muss, da ist die Formulierung zu feucht, dann gehen meine Wimpern nach unten. Oder die Caution Mascara zum Beispiel von Hourglass. Bei der ist das ähnliche Problem. Die hält super lange, obwohl sie nicht waterproof ist. Das ist für mich auch immer wichtig, dass eine Foundation waterproof ist, weil sich das halt sonst bei meinen kleinen Augen hier unten super schnell abstempelt. Egal, wie gut ich das unter meinem Auge sette, weil ich sehr ölige Augenlider habe und dementsprechend hier die Öle auch immer ganz gut durchkommen. Die einzige Mascara, die wirklich für mich 100% Bombe funktioniert hat, ist aktuell die Maybelline Colossal Waterproof Mascara. Da Maybelline aber nicht cruelty-free ist, suche ich, wie gesagt, halt noch eine vegane oder cruelty-free Alternative. Ich habe außerdem noch ausprobiert die Bye Bye Panda Eyes von Essence und muss sagen, dass die wirklich eine tolle Haltbarkeit hat. Aber auch da ist das Problem, die ist, ich weiß nicht, ob die Formulierung zu schwer ist oder ob die zu feucht ist, aber der Schwung, den ich sonst mit meiner Wimpernzange in meine Wimpern mache, geht sofort runter. Also man kann dabei zugucken. Ich kann euch das gerne auch mal irgendwann on-screen quasi zeigen, was ich damit meine. Sie trennt die Wimpern aber super. Also für den unteren Wimpernkranz finde ich die toll. Die werde ich auch oft benutzen. Aber es ist halt einfach für meine oberen Wimpern nicht optimal. Und wenn ich nur minimales Make-up trage, dann möchte ich natürlich keine Wimpern aufkleben. Und dementsprechend brauche ich dann halt auch eine Mascara, die den Schwung oben hält. Und das hat bisher wirklich nur die Colossal für mich hinbekommen. Die ist auch wirklich seit 3 Jahren oder so mein Favorite. Da wäre es natürlich cool, wenn ich eine cruelty-free Alternative habe. Und Make-up finde ich generell ist eine coole Marke. Ich mag deren Style, ich mag deren Aesthetics und wofür die stehen. Und insgesamt auch aktuell deren Produkte bin ich super gehypt drauf. Deswegen halt auch die Kush Mascara. Etwas, das mir hoffentlich von Purish als PR zugeschickt wird, allerdings erst im August oder September, wenn die Sachen nachproduziert sind, ist von Luna Beauty die Blush Palette. Ich hatte das in meinem letzten Anti-Haul schon gesagt. Ich finde die wunderschön. Blush ist ja sowieso mein Ding gerade wieder. Also ich glaube, ich fahre da auf einem Zug mit, den alle gerade genommen haben auf Beauty-YouTube. Ob nun Deutschland oder weltweit, ist eigentlich, glaube ich, egal. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus, auch dass verschiedene Farben drin sind. Manche sind matt, manche sind mit so einem leichten Glitter bzw. Sparkle-Schimmer-Effekt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die Qualität ist. Ich mochte die Sachen, die ich von Luna Beauty ausprobiert habe, super, super gerne. Ich habe mich einmal mit der Life's a Drag-Palette von Manny geschminkt bei Julina. Da fand ich die Qualität toll. Die Lippenprodukte liebe ich super doll. Vom Geruch über die Formulierung bis zu den Farben mag ich unglaublich gerne. Und ich würde zum Beispiel auch super gerne noch eine weitere Palette von Luna Beauty ausprobieren. Ob das nun die, wie heißt die, Strawberry Dreams? Und dann gibt es noch die, die aussieht wie so ein Witchcraft-Book. Die finde ich super cool und ich habe die bei Janine öfter gesehen. Sie hat damit super schöne Looks geschminkt und die würde ich auch super gerne ausprobieren. Aber vor allen Dingen halt diese Blushes. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Etwas, das auf jeden Fall weniger teuer ist als die meisten Sachen, die ich gerade gesagt habe, wo ich aber noch darauf warte, dass sie überhaupt gelauncht werden, ist zum Beispiel von NYX Cosmetics. Aus der Bear With Me-Reihe gibt es jetzt Cheek Colors. Ich habe es auch in meinem Anti-Haul schon gezeigt. Hier sind nochmal die Fotos. 6 verschiedene Farben kommen da raus und es ist auch ein Cream Cheek Color im Endeffekt, die man benutzen kann. Ich finde, die Farben sehen sehr schön aus und würde die auch gerne ausprobieren, um euch eine etwas günstigere Alternative als den Blush Stick von Milk Make-up zu zeigen. Der ist halt wirklich fantastisch.
fantastisch, aber es kostet halt auch 23 Euro. Die muss man halt eben erstmal investieren. Die hat man nicht unbedingt oder hat man nicht unbedingt Lust zu. Und dementsprechend würde ich das von NYX Cosmetics gerne ausprobieren. Außerdem mag ich NYX Cosmetics als Brand super gerne. Die stehen schon immer für Diversity, ob das nun LGBTQIA+ ist, ob das für Skin Color ist. Die Shade Range von denen ist immer toll. Die Produkte sind super. Also ich mag die Brand an sich super, super gerne. Und dementsprechend lasse ich da auch immer gerne ein bisschen was von meinem Geld. Das zweite Produkt, was auch aus der Drogerie kommt, ist von Catrice Cosmetics. Und zwar gibt es von dem Prime & Fine auch eine Luminous Version. Und die habe ich tatsächlich noch in keinem Rossmann und keinem DM hier in Bremen gesehen. Wenn ihr einen wisst, wo es die gibt, also keine Ahnung, vielleicht Weserpark, Waterfront oder so, oder in einem Müller oder keine Ahnung, dann lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen, weil ich habe es wie gesagt noch nicht gefunden. Und ich finde ja so ein Dewy Skin Mist halt ganz schön. Ich mag euch auch gerne Dupes aus der Drogerie geben, einfach weil die Preise halt nun mal deutlich günstiger sind, man sie einfacher bekommen kann, man sich nicht rumärgern muss, gegebenenfalls mit Versandkosten oder Zoll oder sonst irgendwas. Und mir ist einfach auch sehr klar, dass nicht alle Menschen so viel Zeit und Geld haben, um das in nur Make-up zu investieren. Weswegen es mir halt auch wichtig ist, dass wir Drogeriesachen zusammen ausprobieren, auch wenn ich High-End-Sachen gerne mag. Aber es gibt halt einfach auch Drogeriesachen, die unfassbar gut sind und wo die Drogerie wirklich ihr Game so richtig abgesteppt hat. Und wenn ich da dann euch ein paar Dupes sozusagen zeigen kann, dann mache ich das super gerne. Dementsprechend, falls ihr wisst, wo in Bremen man das bekommen kann, dann sagt mir gerne Bescheid. Wird keine Lust für einen Teil online zu bestellen. Da müsste ich mal gucken, ob ich das vielleicht bei einer... Kriegt man das noch auch bei Douglas? Müsste ich mal nachgucken. Jedenfalls, das dann bei einer größeren Bestellung mitbestelle. Aber das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Last but not least, etwas, das ich, glaube ich, schon 23 Mal erwähnt habe. Und zwar von Wayne Goss. Klar, das Brush Set ist auch immer noch auf meiner Liste. Das ist nicht von einem netten Sponsor gekauft worden für mich. Leider. Könnte man aber gerne mal machen. Also wer Lust hat, 300 Euro für mich auszugeben, you do you, girl. Call me. Von dem werde ich mir allerdings, sobald der Restock da ist, zwei Lipglosse bestellen, und zwar Hibiscus und Tulip. Die habe ich gesehen bei Maren und ich finde die Farben wunderschön und ich würde sie einfach super gerne ausprobieren. Wäre nicht der No-Buy-My gewesen, hätte ich sie auch mir direkt gekauft beim ersten Launch. Das habe ich dann aber gelassen, eben wegen des No-Buy-Mys und weil Wayne Goss auch gesagt hatte, dass es einen Restock dazu geben wird. Und dementsprechend habe ich mich dann ein bisschen zusammengerissen. Sie waren allerdings schon in meinem Warenkorb. Also es war so knapp. Es war wirklich so knapp. Habe aber durchgezogen und das sind halt auf jeden Fall zwei Sachen, die ich super gerne ausprobieren möchte. Ich muss sagen, ein Lip Pencil für 18 Euro oder so muss ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich benutze nicht häufig Lip Pencil und ich habe, glaube ich, auch trotzdem 5 Stück oder so, die für die Nude-Farben, die ich halt habe, alle passen und die könnte ich dann halt auch benutzen. Und dementsprechend bin ich da halt raus. Lipstick, also ein richtig klassischer Lippenstift, trage ich tatsächlich nur den von Jolina aktuell. Das ist auch St. Nudes, by the way, aus ihrer Collab mit Lethal Cosmetics. Weiß gar nicht, ob es den aktuell noch gibt. Wenn ja, schaut bei Lethal Cosmetics vorbei. Nee, Quatsch, schaut bei Lethal Cosmetics vorbei, dann könnt ihr sehen, ob es die noch gibt. Hat nicht so viel Sinn gemacht, whatever. Weil ich einfach die Formulierung so unfassbar angenehm finde und der auch wirklich so viel Fliegenanteile hat, dass man den halt gut tragen kann, ohne dass es stört und ohne dass es zum Beispiel so klebrig ist wie Lipgloss. Ansonsten trage ich am liebsten ja Liquid Lipstick und dann halt zum Beispiel ein Lipgloss drüber oder einfach nur Lipgloss. Aber so Bullet Lipstick ist nicht so mein Ding. Muss es ja auch nicht sein. Deswegen werde ich mir die von Wayne Goss nicht unbedingt besorgen. Aber die beiden Lipglosse finde ich halt, wie gesagt, super, super schön. Und da schauen wir mal, wann die in meine Collection wandern. Es ist eine Frage des Wann, nicht ob. Jetzt kommen wir noch zu einer Sparte, die ich sonst nicht so viel auf meinem Kanal irgendwie erzähle, weil ich immer sage, ich bin nicht die Expertin da drin. Deswegen will ich euch da nicht irgendwelche Tipps geben, die gegebenenfalls falsch sind. Und zwar Skincare. Ich habe zwei Sachen auf meiner Skincare-Liste, die mich sehr interessieren. Und zwar von Estee Lauder, das Advanced Night Repair. Das ist ein Serum, wenn ich das richtig im Kopf habe, das man unter seine normale Pflege geben soll. Ich bin ja jetzt 32 und ja, ich weiß, shocking. Und merke einfach, dass so ein paar Zeichen der Hautalterung trotz, naja gut, so richtig krasse Pflege mache ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? Und so richtig gesund leben tue ich eigentlich auch nicht. Naja, auf jeden Fall ein paar Zeichen der Hautalterung sind da. Auch wenn ich damit generell kein Problem habe. Ich finde zum Beispiel Lachfalten und so weiter schön. Ist es ja trotzdem so, dass man seine Haut besonders im zunehmenden Alter immer besser pflegen sollte. Und damit habe ich schon lange geliebäugelt. Wenn ihr dazu irgendwelche Erfahrungen habt, haut sie mir bitte in die Kommentare. Habe da so gespaltene Reviews zu gesehen. Also manche schwören darauf, manche verteufeln das Zeug. Ich weiß es noch nicht genau, deswegen habe ich es mir bis jetzt auch nicht geholt. Und es ist halt schweineteuer. Deswegen weiß ich noch nicht so genau.
aber es steht auf meiner Liste. Und außerdem von Colibri Cosmetics ein paar Produkte, die Leon X Skincare auf Instagram immer mal wieder gezeigt hat und auch die viele seiner Zuschauer nachgekauft haben und mir dann auch gegebenenfalls empfohlen haben. Und da würde ich auch gerne nochmal reingucken. Das ist allerdings etwas, wo ich immer das so ein bisschen vor zurückschrecke, weil ich kenne mich damit einfach nicht so gut aus und ich habe das Gefühl, bevor ich mich damit auseinandersetze, was ich kaufe, müsste ich mich erstmal damit auseinandersetzen, was man wofür braucht zum Beispiel oder wofür das sinnvoll wäre. Also was wäre zum Beispiel bei mir sinnvoll? Und ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Riesenberg an Informationen, durch den man sich so durchwühlen muss, dass ich gar nicht erst anfange. Kennt ihr das auch? Wenn man so gestresst ist, wenn man so viel zu tun hat, dass man einfach gar nichts macht, halt das Unproduktivste aller Zeiten. Deswegen lasst mir super gerne eure Reviews da. Ich weiß, auf eure Empfehlungen kann ich mich verlassen, so wie ihr euch auf meine eben auch. Und viele von euch folgen ja auch Skincare-Experten und so weiter. Deswegen lasst mir gerne die Tipps in den Kommentaren da, was ihr zum Beispiel stattdessen empfehlen würdet oder was ihr gut findet von der Marke oder. Das war es jetzt auch erstmal wieder mit meiner Make-up-Wunschliste. Also nicht, dass da nicht noch mehr draufstehen würde, aber ich filme jetzt schon wieder 30 Minuten. Ich sehe es gerade auf meinem Timer. Das reicht jetzt erstmal wieder. Ich weiß, ihr schreit immer lange Videos, aber das ist jetzt das dritte Video, das ich heute filme und dementsprechend brauche ich mal eben eine Pause. Wir müssen ein bisschen Hydration zurückbringen. Oh, das ist übrigens das Wichtigste für den Körper, für die Seele, das ganze Life. Water. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Erfahrungen dazu oder welche Produkte ihr euch extrem wünscht oder welche Produkte ihr von mir gerne als Review sehen wollen würdet. Oder. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Gib den Daumen. Du willst es. Stopp. Gib ihn. Na komm. Jetzt sei nicht so. Danke, war doch nicht so schwierig, oder? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.